Hallo und herzlich willkommen. Ich bin froh, dass ich mal wieder hier sitzen kann. Es ist jetzt, glaube ich, fast 2 Wochen her, dass ich das letzte Mal filmen konnte. So schön, wie es ist, manchmal selbstständig zu sein und so viel Freiheiten, wie ich auch dadurch oftmals habe, ist es im Gegensatz dazu auch so, wenn es denn dann mal brennt und die letzten Wochen hat es doch sehr gebrannt. Dann bin ich die Chefin und bin alleine und dann heißt es arbeiten und eben nicht um 5 Uhr Feierabend machen oder Wochenende genießen, sondern das ging jetzt die letzten 2 Wochen fast rund um die Uhr. Daher kam ich zu gar nichts anderem. Aber jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Mein Freund ist in Berlin, sodass ich die wenige Zeit, die mir jetzt wieder bleibt, zum Film nutzen kann. Und ich bin sehr froh, denn ich habe wie immer so viel auf dem Tisch liegen. Ich wollte so viel machen. Ich wollte so viel vorbereiten. Ich möchte ja auch immer gerne mal vordrehen. Aber das ist ein Wunsch, den ich mir momentan noch nicht erfüllen kann. Aber jetzt starte ich wieder. Zum wieder warm werden möchte ich anfangen mit einer Lidschattenpalette und zwar von Niki Tutorials und ihrer Firma Nimya. Und zwar hat sie ihre erste Lidschattenpalette rausgebracht und die heißt auch ganz einfach The Palette. Ich habe die am Launchtag bestellt und das hat jetzt, ich weiß gar nicht, mehrere Wochen auf jeden Fall gedauert, bis die Palette bei mir war. Das war nicht so schön. Vor allem hatte ich die Palette am Launchtag bestellt. Zu Black Friday gab es einen Sale auf die Palette und meine war bis dato immer noch nicht verschickt. Das fand ich natürlich ärgerlich, wenn man zum vollen Preis eine Palette kauft und dann wird sie noch nicht mal rausgeschickt, bevor sie dann auf Sale geht. Ich hatte dazu Nimya auch geschrieben, weil ich das einfach nicht sehr gut finde. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich gewartet. Sie meinten jetzt, ja, sie waren völlig überlastet. Ja, das war aber schon sehr außergewöhnlich. Also es hat wirklich mehrere Wochen gedauert. Sie wollen jetzt noch mal kostenlosen Lipgloss oder irgendwas rausschicken. Ich weiß es nicht. Also das hat einen faden Beigeschmack hinterlassen. Ansonsten wäre es ja ganz schön, weil die Marke in den Niederlanden sitzt und wir dort natürlich zollfrei bestellen können. Also die Palette kostet regulär 49,99 €. Es sind 15,5 Gramm enthalten. Es ist eine vegane Palette, die ist made in Italy, hat eine Haltbarkeit von 24 Monaten angegeben, ist cruelty-free, dann ist ein FDA-approved Talg enthalten und sie ist ohne Parabene, PEGs, Mineralöle, Wachsen, Sulfaten und Gluten. Und sie schreiben, ich glaube, das ist so ein bisschen ein USA-Ding, dass manche Farben nicht speziell für den Augenbereich gedacht sind. Also die können Irritationen hervorrufen. Deswegen dürfen sie sie dann, glaube ich, nicht Lidschatten nennen. Aber das ist tatsächlich ein USA-Ding. Ich glaube, bei uns ist das völlig in Ordnung. Aber bei allen, die auch in die USA verkaufen, sieht man das denn häufiger, dass eben manche Farben in der Palette nicht für den Augenbereich gedacht sind, weil wenn man empfindlich ist auf spezielle Farben oder sehr empfindliche Augenlider hat, dann kann das Irritationen hervorrufen und da möchten die Brands sich absichern. Ich selbst hatte im Prinzip, glaube ich, noch nie Probleme mit irgendwelchen Lidschatten, also da sind meine Lider nicht wirklich sensibel. Ist man sensibel auf Lidschatten? Ich glaube, dann weiß man es auch und dann ist man, denke ich, generell vorsichtig mit Lidschattenpaletten. Niki Tutorials hat auch ein Video zu der Lidschattenpalette gemacht. Ich verlinke das unten. Das ist natürlich zu empfehlen. Sie erklärt dann auch noch mal was über die Farben, wie sie das alles findet. Ansonsten finde ich die Verpackung sowohl außen die Box sehr schön, als auch die Verpackung selbst. Eine sehr schöne Farbe, finde ich optisch sehr schön gemacht. Sie ist sehr schmal insgesamt. Das ist Pappe. Man hat einen Spiegel in der Palette enthalten und dann 15 Farben. Sie hat 3 verschiedene Lidschattenformulierungen und ich denke, ich mache es wie immer, dass ich hier mal auf die Seite gehe. Ich habe gestern mit der Palette 6 Looks geschminkt, wie immer so auf die Schnelle, einfach um alle Farben mal auszuprobieren und dann heute nochmal diesen Look. Und anfangen möchte ich mit den matten Farben. Ich blende auch mal Swatches von der Palette ein. Insgesamt das Farbschema finde ich für mich sehr ansprechend. Es ist im Großen und Ganzen eine ziemlich neutrale und für mich sehr tragbare Palette. Man hat so ein paar
Pops of Color, einmal dieses Orange oder den Blauton hier mit drin. Ansonsten würde man die zwei hier rausnehmen. Wäre es eine sehr neutrale Palette, was mich sehr anspricht und was ich auch als erste Palette für eine Marke eine sehr gute Palette ist. Ja, Niki Tutorials ist auch bekannt, also sie macht auch sehr außergewöhnliche Looks und bei ihr hätte man sich wahrscheinlich auch eine sehr viel buntere Palette vorstellen können. Ich denke aber einfach aus Verkaufsaspekten und als erste Palette fand ich das eine sehr gute Farbauswahl. Anfangen möchte ich mit den matten Farben in der Palette. Man hat da insgesamt 9 matte Farben enthalten. Sie bezeichnet sie als Velvet Matt Töne und das finde ich passt auch ganz gut, wenn man in die Farben reingeht. Die fühlen sich so ein bisschen, ja, Velvet, so ein bisschen samtig an. Sie sind jetzt nicht so cremig oder haben jetzt keine spürbare Feuchtigkeit enthalten, wie zum Beispiel die 9 jetzt von Lisa Eldridge oder Cream to Powder von Natasha Denona oder diese Cream to Powder von Tom Ford, sondern das sind schon richtige normale Puderlidschatten. Sie sagt, das ist eine Mischung aus verschiedenen Talgpudern, die eben diese besondere Formulierung hervorbringen, die sie dann extrem soft und weich zu verblenden machen sollen. Und dem kann ich insgesamt nur zustimmen. Also wenn man sich jetzt die ersten Farben anschaut, ich habe die hier nochmal geswatcht, jetzt nur ganz leicht. Hier fängt es an mit Bad Beach. Das ist ein, ja, so ein Peach-matter Ton. Der kommt jetzt hier auf meinem Arm und jetzt, so wie ich es im Monitor sehe, sehr viel gelber raus, als es der in echt ist. Also der hat schon was Peachiges in sich. Das ist so sehr komisch. Die anderen Farben kommen auch jetzt hier so in meinem Monitor raus, wie ich es auch sehe. Aber bei dem Speziellen, da wird irgendwie das Peach so ein bisschen ausgeblendet. Ich hatte ja vorhin Swatches gezeigt. Ich glaube, da sieht man die Farbe nochmal richtiger. Das ist ein schöner, heller Ton, der sich wunderbar eignet zum Verblenden. Ich glaube, jetzt hier in der Palette sieht man auch mehr so das Peachige. Der nächste ist dann Swish Swish. Das ist ein ganz softer Roseton, wieder so ein heller Ton. Die zeigen sich auf meinem Auge, also ich habe sie ja beide benutzt, nicht so sehr stark. Also das kommt meiner Hautfarbe auch einigermaßen ähnlich. Daher denke ich, so bei dunkleren Hauttypen weiß ich es nicht. Bei mir sind diese beiden Farben perfekt zum Verblenden. Auch wenn ich dunklere Töne nochmal so ein bisschen heller machen möchte, sind das zwei Farben, die ich dafür super verwenden kann. Dann haben wir Be for Basic und das ist ein Light Brown Matt, also ein heller, matter Braunton. Der geht für mich eher so etwas in die wärmere Richtung. Dann für mich ein ganz besonderer Ton in dieser Palette, das ist Wur. Das ist ein Bright Orange, also ein heller Orangenton. Und ich glaube, man sieht es hier schon. Der ist fast Neon, also der ist richtig schön. Ich habe den heute als Liner verwendet. Ich glaube, das ist einer meiner liebsten Töne in der Palette. Der ist so gut pigmentiert, mit dem lässt sich super arbeiten. Ich meine, ich habe ihn jetzt immer als Liner verwendet, noch nicht großflächig, aber ich finde, der ist ganz toll. Vom Anfühlen her fühlt einmal der blaue und der Orangeton, die fühlen sich etwas trockener an als jetzt die anderen. Also die sind nicht ganz so soft beim Anfassen. Ich denke, das liegt an der Farbe. Aber vom Verarbeiten, also zumindest als Liner, wunderbar, ein super schöner Ton. Und diese knallige orange Farbe habe ich jetzt noch nicht ganz so oft in meiner Sammlung. Und es ist doch noch tragbar. Also gerade mit dem Ton hier unten, Brontour, den habe ich heute über den gesamten Lid. Das ist so mein zweiter Lieblingston in der Palette, das ist der hier, der mit dem Orange zusammen. Sie hatte das bei irgendwie Instagram oder als sie die so angeteasert hatte, die Palette, hatte sie die beiden Farben miteinander benutzt und da hat mir das schon so gut gefallen und das gefällt mir auch jetzt sehr gut. Ich finde das sehr tragbar, wunderbar. Also alleine die Kombi zwischen den beiden Farben, die hat mir es angetan und damit hat sich für mich fast schon die Palette gelohnt. Der nächste matte Ton ist der Blauton Royal Family. Das ist ein ganz dunkler
matter Blauton, wenn man ihn jetzt nicht so dick aufträgt, wie ich das hier gemacht habe, also nur so mit einem Swipe, dann hat man so ein bisschen helleren Ton. Das ist jetzt so der, wo ich sage, wenn man den großflächig aufträgt und ausblendet, dann kann das schon auch mal ein bisschen schwierig werden. Da muss ich immer schon aufpassen, dass das nicht patchig wird. Ich benutze solche Farben ja meistens nicht so großflächig, sondern mehr eben als Liner, so wie ich es auch heute gemacht habe hier unten. Da funktioniert das wunderbar. Das ist schon ein guter Ton, aber so ganz tiefe Töne, man merkt es auch, wenn man reingeht, der ist so ein bisschen trockener und der lässt sich nicht ganz so nahtlos verblenden wie jetzt alle anderen Farben in der Palette. Als nächstes haben wir dann Sassy Classy. Das ist ein dunkler brauner matter Ton. Das ist der hier. Auch ein wunderschöner Ton, einfach um so ein bisschen die Looks abzudunkeln. Mir reicht das. Der lässt sich auch schön aufbauen. Also insgesamt die matten Töne sind schon ganz gut pigmentiert, aber jetzt auch nicht so stark pigmentiert. Die sind jetzt von der Konsistenz, finde ich, sehr angenehm, sodass sie sich auch schön aufs Auge legen. Ich hatte mit den Farben nicht sehr viel Fallout, ja, mit dem dunklen Blau als Liner, als ich da so mit zu viel Produkt rein bin, da kann schon ein bisschen abbröseln. So ist das auch, wenn man hier reingeht. Man hat da schon so ein wenig Kickback, hält sich aber alles im Rahmen. Ansonsten hatte ich mit den matten Farben kaum Fallout. Das ist sehr schön. Sie haben sich sehr schön auch übereinander verblenden lassen. Also vom Arbeiten mit der Palette oder mit den matten Farben war ich sehr begeistert. Der nächste Ton ist Never Boring. Das ist ein Mauve-Ton. Das ist der hier, auch ein wunderschöner Ton, mag ich total gerne. Dann kann man in dieser neutralen Welt einmal so ein bisschen wärmer gehen oder so komplett neutral oder halt in eine etwas mauvigere Richtung. Dann hat man den Ton hier. Brontour, das ist ein mittleres mattes Braun. Das ist dann der hier. Das ist im Prinzip das neutralere Pendant zu dem hier. Ein bisschen einen Tacken dunkler, würde ich jetzt sagen. Ein wunderschöner Ton. Das ist ein Ton, der gefällt mir sehr gut. Ich finde auch die Farbe Brontour passt ganz gut. Er ist jetzt nicht ganz so kühl, sondern ich glaube, so richtig ein komplett neutraler Ton. Und ja, eines meiner liebsten matten Töne in der Palette. Oftmals neige ich ja auch gerne zu so mauvigen Tönen. Aber der hat es mir angetan in der Kombination, wie ich es gesagt habe, mit dem Orange vor allem. Das hat mir besonders gut gefallen. Und dann hat man noch Hearst Heaven. Das ist ein Deep Purple oder so ein Burgunder matter Ton. Und da sieht man das auch. Bei dem gilt das gleiche wie bei dem Blauton. Der ist sehr gut pigmentiert, eignet sich super zum Abdunkeln. Bekommt man da zu viel auf einmal drauf, dann kann es mit dem Ausblenden so dunkle Töne, also gerade bei mir mit meiner hellen Haut, ist der Kontrast immer sehr groß und dann kann das schon mal so ein bisschen schwieriger werden. Ich arbeite meistens mit ganz wenig Produkt und baue langsam auf. Ein wunderschöner Ton. Damit kann man alle Farben in dieser Palette nochmal abdunkeln. Auch mit dem Blau habe ich das so gemacht, dass ich den zum Abdunkeln verwendet habe. Ich finde die Farbauswahl, dass das so ein leichtes Burgunder ist, auch ganz gut. Das gefällt mir und nicht so ein ganz normales dunkles Braun, sondern halt eben ja diesen Purple-Anteil, der passt natürlich auch wunderbar zu diesem mauvigen Ton. Das hat mir sehr gut gefallen. Also insgesamt von der matten Formulierung bin ich durchaus angetan. Sehr einfach zu verwenden. Kein Fallout. Man muss nicht besonders auf irgendwas aufpassen. Das fand ich auf jeden Fall sehr schön. Als nächstes hat sie dann eine Formulierung, die nennt sie The Silky Hybrids. Das ist eine Formulierung, die ein wenig den Wet Look Effekt imitieren soll und das wird mit einer speziellen Technologie, die nennt sich The Proprietary Hybrid Technology, hergestellt. Das soll ein luminöses, aber gleichzeitiges Flawless Finish geben und die Töne mit dieser Formulierung sind einmal Mr. and Mrs. Tutorials, das ist der hier, das ist ein schimmerndes Rose Gold, dann direkt der drunter, das ist Disco Stick, das ist ein Pearly Duochrom mit einem weiß zu blauem Schimmer.
Dann hat man in dieser Formulierung noch den Ton Level Up. Das ist der hier. Das ist ein Kopper-Schimmerton. Und zu guter Letzt noch den hier unten. Der nennt sich Final Boss. Das ist auch ein Duochrom zu einem Braun zu Pink Schimmer. Ich habe die hier mal geswatcht und ich glaube, die Kamera fängt leider auch nicht so schön ein, wie das in echt ist. Vor allem die zwei hier oben, die haben so ganz leichte Schimmerpartikel enthalten, die spürt man auch. Die geben auch einen besonders schönen Effekt auf dem Auge. Die beiden, die sind jetzt von sich aus auch nicht ganz so deckend. Also die Farbe, man sieht es im Gegensatz zu denen hier. Ich hätte fast gesagt, das ist eine andere Formulierung, aber sie sagt, die vier sind eben diese The Silk Hybrids. Aber für mich haben die zwei eher so ein wenig einen Topper-Charakter, weil die eben von sich aus nicht ganz so deckend sind. Man kann die auch alleine auftragen. Ich glaube, jetzt sieht man es hier so ein bisschen. Diese ganz leichten Glitzerpartikel gibt einen super schönen Effekt auf dem Auge. Die beiden geben auch diesen wunderbaren Nass-Look. Ich habe den Mr. and Mrs. Tutorials heute so ein wenig hier drüber getippt. Das sieht sehr schön aus. Eine wunderbare Formulierung, gefällt mir sehr gut. Also gerade die beiden. Und bei dem hier, ich kann mal wieder mein Licht runterdrehen, ob man es dann ein bisschen besser sieht. Leider sieht man diesen blauen Shift nicht, den er hat. Also ich versuche das mal hier so ein bisschen noch einzufangen. Ich glaube, man sieht es nicht. In meinen Looks habe ich den ein, zweimal benutzt. Ich glaube, da kann man es erkennen, dass wenn der aufs Auge kommt, dass der eben diesen leichten, ja, so einen blauen Shift drin hat. Das ist jetzt kein so starker Duochrom, aber durchaus zu erkennen, ein sehr schöner Ton. Und auch dieses, ja, Rose Gold oder so ein brauner Champagnerton hier, wunderbar. Passt perfekt jetzt zu diesem Bronzer-Mattenton mit dem darüber getoppt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gefällt mir auch von der Formulierung. Die anderen beiden sind auch sehr schön. Die haben nicht so viele diese Sparkles enthalten. Deswegen sehen sie eher aus wie halt so normale metallische Töne. Der hier unten hat eine sehr dunkle braune Base und hat dann nur so einen leichten, ja, lila Schimmer mit drüber. Das ist einer, der ist halt sehr smoky. Da sieht man meiner Meinung nach auch immer sehr viel von dem Braun. Das ist jetzt ein Ton, den benutze ich halt meistens so ein bisschen im Außenwinkel oder auch als Liner. Da gefällt der mir besonders gut. Die zwei sind sehr schöne Töne. Die fühlen sich sehr gut an. Also man spürt dieses bisschen cremige, ohne dass sie zu dick sind und sich dann auch nicht so dick aufs Auge legen. Also sie sehen auch immer noch sehr gut aus auf dem Auge. Gefällt mir sehr gut. Das ist halt einer, den benutze ich eher kleinflächig oder wenn ich wirklich so ein komplettes Smoky Eye machen möchte, dann würde der sich eignen. Also auch insgesamt eine schöne Formulierung. Mir gefallen die zwei mehr für mich so Topper Shades noch besser, weil die so das gewisse Extra mit drin haben und diesen Sparkle auch mit dabei haben. Und dann hat sie noch zwei Farben enthalten, die sie dann auch nennt The Pearly Toppers. Und zwar sind das die beiden Farben hier oben. Das ist einmal Supreme Queen. Das ist ein schimmerndes Champagnergold und das ist ein Light Blue Duochrome Schimmer und die hätte ich jetzt fast nicht als Topper bezeichnet. Also ich hätte fast die eher als Topper bezeichnet, weil die von sich aus doch schon eine Deckkraft haben und die haben eine sehr schöne hochglänzende Formulierung. Nicht ganz so den offensichtlichen Schimmer wie jetzt in den beiden, aber auf jeden Fall sowas ganz hochglänzendes, immer noch sehr zart. Sie sind jetzt von der Konsistenz auch etwas dünner als zum Beispiel die beiden hier und die sind natürlich auch schon eine ganze Ecke deckender, aber die haben einen wunderschönen Glanz und der schoschiert so von blau ins lila. Auch hier kann ich noch mal probieren, ob das mit dunklerem Licht etwas besser zu zeigen ist. Ich glaube, man sieht es nicht ganz. Man sieht nur dieses helle Blau, aber leider nicht so wirklich den lila Schimmer, den der damit drin hat. Vielleicht so etwas besser. Ein wunderschöner schöner
Ton. Beides wunderschöne Töne. Der hier hat für mich auch, sie sagt ja Champagner Gold. Und für mich hat der auch sowas, so ein bisschen so ein Antique Gold. Also so ein leicht was Grünliches auch mit drin. Zwei wunderschöne Töne, die mir sehr gut gefallen, die sich sehr schön auftragen lassen. Sowohl mit dem Pinsel als auch mit dem Finger natürlich. Da hat man immer so das meiste davon. Aber wunderschön bei den beiden hier, da hatte ich so ein bisschen Glitzer-Fallout, aber nur ganz leicht, das ging. Wo ich ein bisschen mehr Fallout hatte, war bei dem dunklen hier. Da, wenn man zu viel auf dem Pinsel hat, das kann dann schon mal rieseln. Und dadurch, dass die Farben hier etwas Cremigkeit enthalten haben und sich auch etwas feuchter anfühlen, ist es auch so, dass bei dem hatte ich dann auch etwas Schwierigkeiten, das wegzuwischen. Aber alles in allem hatte ich sehr viel Spaß mit der Palette. Gefällt mir sehr gut und hat mich positiv überrascht. Dadurch, dass ich jetzt von der Marke noch nichts ausprobiert hatte und mir nicht so sicher war, wie die Lidschattenformulierung sein wird, muss ich sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis 50 Euro. Jetzt konnte man sie ja gerade sogar noch im Sale shoppen. Lohnt sich das meiner Meinung nach auf alle Fälle. Eine sehr schöne Lidschattenformulierung. Ich finde die Looks sehr schön. Ich habe jetzt mir bei den ersten Looks nicht so wirklich große Mühe gegeben, aber es war sehr einfach eine sehr schöne, für mich alltagstaugliche Palette. Also wenn man neutrale Farben mag, glaube ich, eignet die sich sehr gut. Diese Formulierung von den beiden hier und auch den beiden hier finde ich auch besonders und besonders schön. Die geben einen wunderschönen Effekt auf dem Auge. Alles in allem bin ich ziemlich begeistert von der Palette. Ich glaube, ich bin deswegen auch so ein bisschen positiver überrascht, weil ich nicht ganz so viel erwartet hatte und war dann doch, also gerade, ich muss es nochmal sagen, mit dem Ton und dem zusammen, das gefällt mir so gut und mit dem als Topper, dass sich allein die drei Farben für mich schon fast lohnen in der Palette, hat mir richtig viel Spaß gemacht und ja, alles in allem, wenn der Versand nicht gewesen wäre, das war das einzige Negative, das hat sehr lange gedauert. Ich hatte noch nie bei der Marke bestellt. Sie hat ja auch andere Produkte und Hautpflege schon rausgebracht und so Lipglosses. Bisher hatte mich das nie interessiert. Nimia ist auch bei Douglas erhältlich. Ich denke, ich muss mal schauen. Vielleicht gibt es die Palette mittlerweile schon bei Douglas. Dann würde ich fast aufgrund des Versandes sagen, es ist besser bei Douglas zu bestellen und da bekommt man ja auch oftmals 20% Rabatt auf die Sachen. Ansonsten zollfrei kann man auch bei Nimia direkt bestellen. Ich weiß allerdings nicht, ob der Versand immer so lange dauert oder ob das jetzt was Besonderes war, weil eben die Palette neu gelauncht ist. Sagt mir mal gerne, ob euch die Palette interessiert. Ich meine, Niki Tutorials ist so ein Urgestein auf YouTube. Ich schaue nicht jedes Video von ihr, aber doch immer mal wieder. Und ja, damals, als ich angefangen habe, YouTube zu schauen, da war sie einer der wenigen und hat mich doch über die Jahre immer mal wieder inspiriert, dass ich da natürlich ausprobieren wollte, was sie denn so auf den Markt bringt und bin doch begeistert. Ich finde eine grundsolide Lidschattenformulierung mit sogar etwas Speziellen hier mit den Tönen, die mir besonders gut gefallen. Ein schöner Einstieg und für mich nach meiner zweiwöchigen Pause auch ein schöner Einstieg wieder so ein bisschen in neues Make-up. Lasst mich jetzt mal gerne wissen, ob ihr euch die Palette bestellt habt, ob ihr interessiert seid an der Palette. Hattet ihr auch so lange Lieferzeiten oder hat vielleicht jemand von euch die bei Black Friday bestellt auf ihrer Seite? Sagt mir mal, wie lange dann jetzt eure Lieferung dauert. Habt ihr es vielleicht schon? Ich meine, das wäre jetzt eine Woche her. Vielleicht habt ihr es ja schon. Dann wäre das hilfreich zu wissen, ob meine Versandprobleme eben nur daran lagen, weil es ein neuer Launch war oder ob das generell so ist. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Reinschalten. Vielen Dank für eure Zeit. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.